Hallo und herzlich willkommen bei Oma Rechts TV. Mein Name ist Dominik Hündmüller und ich begrüße euch zu Teil 3 von 4 unserer Schreckschusswaffenreihe. Heute dreht es sich, wie ihr bereits sehen könnt, um das Thema Munition. Viel Spaß dabei. Wie ihr sehen könnt, gibt es allerdings eine ganze Menge Munitionssorten und bevor wir jetzt anfangen, jede einzelne auseinanderzunehmen und darauf einzugehen, konzentrieren wir uns einfach auf das Kaliber 9 mm. Da wir nun die ganzen anderen Kaliber weggeräumt haben und uns lediglich auf das Kaliber 9 mm konzentrieren, müssen wir hier natürlich nochmal in zwei Kategorien unterteilen. Das wäre einmal 9 mm PA Knall und 9 mm RK. PA Knall ist gedacht für halbautomatische Pistolen, RK ist eine reine Revolvermunition. Konzentrieren wir uns nun auf die 9 mm PA Knall Munition, die für halbautomatische Waffen gedacht ist. Hier haben wir einen sehr einfachen Grad der Unterscheidung. Diese sind nämlich farblich gekennzeichnet. Grün steht hier für eine reine Platzpatrone. Dann haben wir Rot für eine Pfefferpatrone. Wir haben Gelb für CS-Gas und Gold für den Stoppblitz. Die PA-Knall, Pfeffer und CS erklären sich quasi von selbst. Wir kommen nochmal gesondert auf den Stoppblitz zu sprechen. Diese Munition hat eine spezielle Zusammensetzung mit einem hohen Magnesiumanteil und ist dafür gedacht, auf sich aufmerksam zu machen und eventuelle Aggressoren abzulenken. Hierbei sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden, dass die Munition nicht dafür geeignet ist, als Dauermunition an Silvester verschossen zu werden, da wir hier einen sehr hohen Magnesiumanteil haben, der bei über 2500 Grad verbrennt und bei Dauernutzung die Waffe schädigen könnte. Kommen wir nun zur RK-Munition, sprich die reine Revolvermunition. Hier ist die Unterscheidung nochmal etwas schwerer, muss man fast sagen, aber auch das stellt kein Problem dar. Was nämlich geladen ist, erkennen wir jeweils am Stoßboden. Wir haben hier einmal 9 mm RK für Revolverknall, dann einmal PV für Pfeffer und CS für CS-Gas. Viele Hersteller werben allerdings bei ihrer 9 mm PA-Knallmunition mit Schlagwörtern wie extra stark, Powerload etc. Hierbei handelt es sich um Munition mit einer höheren Treibladung. Diese ist im Regelfall nicht zu empfehlen. Was sich beim Revolver auf den ersten Blick nicht sonderlich dramatisch auswirkt, sorgt bei der halbautomatischen Pistole für Defekte wie zum Beispiel Schlittenbrüche. Wie auch die Schreckschusswaffen selbst sollten wir bei der Munition natürlich darauf achten, diese kühl und trocken zu lagern. Das trifft selbstverständlich auch auf die vielen verschiedenen pyrotechnischen Munitionssorten zu. Hierbei sollte allerdings noch auf eine Sache besonders geachtet werden, wenn ihr sie verwendet und sie fällt euch runter. In dem Moment, wo ihr es sofort bemerkt, dass sie euch runterfällt, könnt ihr sie gerne aufheben und wieder weiterverwenden. Sollte sie allerdings unbemerkt von euch auf den Boden fallen und dort ein paar Minuten verweilen, bevor ihr sie wiederfindet, möchten wir euch darauf hinweisen, dass wir nicht empfehlen, diese dann weiter zu verwenden, da die bereits eingedrungene Feuchtigkeit zu Fehlfunktionen der Munition und unter Umständen zu Verletzungen führen kann. Das war es allerdings auch schon wieder von Teil 3 unserer Schreckschusswaffenserie. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert. Ich für meinen Teil muss jetzt erstmal diesen ganzen Kleinkram hier wegräumen. Ich verabschiede mich. Bis dahin, euer OmaRex TV-Team. Ciao.